Sandra hier und Jürgen da. Ja, meine Damen und Herren, also das blaue Sofa, das inzwischen ein legendäres Möbelstück ist, das hat vor 22 Jahren ganz bescheiden angefangen, nämlich auf der Leipziger Buchmesse. Und es hat sich nur entwickeln können, weil hinter dem blauen Sofa, hinter den Kulissen, eine Vielzahl an Menschen sich mit der Vorbereitung, mit der Durchführung dieses Sofas beschäftigen. Allen voran, glaube ich, darf man das sagen, ist es Christiane Munzberg, die ganz sicher der Spiritus Rector dieses blauen Sofas war. Und an der Stelle ein herzliches Dankeschön an die Christiane. Wie gesagt, im Jahr 2000 zum ersten Mal auf der Leipziger Buchmesse. Dann gab es ein paar Premieren, nämlich 2005 gab es zum ersten Mal ein blaues Sofa hier in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin. Dann gab es 2011 die erste Premiere des blauen Sofas bei Open Books, nämlich der Eröffnung der Frankfurter Buche mit einem Lesefest. Und seither haben über 3100 Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf diesem Möbelstück Platz genommen und sind aus allen Genres der Literatur vertreten, von Sachbuch über Historiker natürlich, und die ganze Literatur ist hier vertreten. Also ich glaube, wer das blaue Sofa tatsächlich über 22 Jahre lang verfolgen konnte, hat auch ein bisschen einen Überblick bekommen über das, was in der Welt geschrieben, gedacht und gesagt wird. Und ich glaube, Jürgen Boos war nicht ganz unzufrieden, dass das blaue Sofa sich tatsächlich zu dem entwickelt hat, was es heute ist. Ja, ich glaube, das blaue Sofa ist nicht wegzudenken, ob das jetzt in Frankfurt oder auch in Leipzig natürlich ist. Und für uns ist das hier immer der Auftakt. Also jetzt wird es ernst, ja, für die Frankfurter Buchmesse. Genau, und jetzt wird es auch ernst, weil ich habe das Vergnügen, Elvira Marco hier auf dem blauen Sofa auch zu begrüßen. Sie ist die Kuratorin des Gastlandauftritts hier in Frankfurt auf der Messe. Sie ist aber auch schon seit 20 Jahren Spaniens Kulturvermittlerin und hat internationale Auftritte gehabt mit ihren Hervorbringungen. Also herzlichen Dank, dass Sie da sind. Gleich die Frage: Sprühende Kreativität, das ist natürlich zunächst mal ein Werbegag, aber dahinter steckt sehr viel mehr als ein cooler Marketingspruch. Was bedeutet es? Wie befüllen Sie diesen Begriff mit Leben? Bueno, pues lo primero es un placer estar aquí, un honor. Ich freue mich sehr, dass ich hier auf diesem blauen Sofa Platz nehmen kann. Das ist wirklich was Großartiges. Du hast es gerade gesagt, Matthias, was das alles bedeutet. Und vielen Dank auch an die Stiftung Bertelsmann für diese schöne, kurze Einführung dessen, was wir in Frankfurt erleben werden. Sprühende Kreativität ist sicherlich nicht nur ein Slogan. Es ist eigentlich jetzt dieser Moment, den Spanien erlebt, eine sprühende Kreativität, viel Talent, viel Kreativität seitens unserer Autoren und Autorinnen, unserer Kultur, die wir nach Frankfurt bringen wollen. Vor 31 Jahren waren wir noch eine junge Demokratie, zeigten uns damals der Welt, machten uns bekannt, und heute stehen wir natürlich an einem ganz anderen Punkt. Wir bringen ein ganz anderes Projekt heute nach Frankfurt. Weit über 500 Millionen Menschen weltweit sprechen Spanisch. Das ist eine der wichtigsten Weltsprachen überhaupt. Entsprechend groß ist die Themenbandbreite, entsprechend groß ist die Bandbreite von Autorinnen und Autoren. Aber Ihre große Herausforderung war doch sozusagen ein Destillat dieser Autorinnen und Autoren herzustellen. Wie haben Sie Ihre Autoren, die auf dem Gastland in Frankfurt sitzen, wie haben Sie die ausgewählt? Das war ein Prozess, mit dem wir schon 2019 begonnen haben, denn so wichtig wie die kommende Buchmesse sind ja auch die 4 Jahre der vorbereitenden Arbeit gewesen. Wir haben uns mit der Buchbranche zusammengesetzt, mit den verschiedenen Akteuren und Agenten. Wir haben auch geguckt, wer ist übersetzt, welche Neuerscheinungen stehen an. Wir haben sehr, sehr viele Treffen zwischen Deutschen und spanischen Verlagen organisiert, und es war uns sehr wichtig, auch viele Übersetzungen fertigzustellen, um die Autoren hier wirklich gut einführen zu können. In 5 Tagen kann man natürlich unmöglich alle AutorInnen vorstellen, und wir haben versucht, da einen Beirat zu schaffen, erstmal, in dem die verschiedenen Sektoren der Buchbranche vertreten waren, und haben insgesamt 180 Teilnehmer, die wir jetzt in diesen 5 Tagen vorstellen werden, nach Frankfurt gebracht. Gleich eine Frage an Jürgen Boos. Als Direktor der Buchmesse müssen Sie ja immer einige Jahre vorausplanen und vorausdenken. Sie müssen Themen und Trends abschätzen können.
Wie machen Sie das mit dem Gastland? Wie ist dieser Prozess? Wie findet ein Gastland den Weg nach Frankfurt? Also wir haben immer eine Wunschliste und Spanien war ganz oben auf dieser Wunschliste. Ich bin seit 2005 bei der Buchmesse und Teil meiner Kolleginnen, die viel länger da sind, haben vor über 30 Jahren schon den ersten Gastlandauftritt mitgestaltet. Und es war immer noch so eine Sehnsucht da, was mitlebte. Aber damals war es, glaube ich, in Spanien als Spanien. Und plötzlich haben wir jetzt dieses übersprudelnde Spanien, in dem sehr viel passiert, in dem plötzlich auch die Regionen viel stärker geworden sind. Also wir hatten einfach das Gefühl, wir können hier was ganz Neues zeigen. Und deswegen war Spanien ganz oben auf unserer Wunschliste. Nun ist es natürlich so, die letzten 2 Jahre waren ja schwierige Jahre für Sie als Macher einer Buchmesse. Sie mussten immer wieder damit rechnen, dass es Absagen gibt, dass die Präsenzbuchmesse nicht stattfinden kann. Geben Sie uns eine Größe. Frankfurt ist die wichtigste Buchmesse oder eine der wichtigsten Buchmessen weltweit. Welchen Stellenwert hat Frankfurt heute noch in der Welt der Bücher? Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass Frankfurt die wichtigste Buchmesse der Welt ist, in dem Sinn, dass wir anders als andere, wir sind kein Lesefestival, sondern wir sind wirklich auch eine Fachmesse. Ja, wir sind von Dienstag bis Freitag eine Fachmesse, wo sich die ganze Welt trifft. Auch dieses Jahr wieder Stände aus über 95 Ländern und Fachbesucher aus viel mehr Ländern. Und da gibt es nichts Vergleichbares. Und deswegen sind wir so eine Art Transmissionsriemen. Deswegen müssen wir auch Trends frühzeitig erspüren. Und wir haben das große Glück, dass wir ja auch eng mit dem Goethe-Institut, mit anderen, mit dem Cervantes-Institut, mit dem Institut Français, mit vielen Partnern zusammenarbeiten. Das heißt, wir bekommen mit, was auf der Welt passiert. Und das versuchen wir nach Frankfurt zu bringen. Und dann ist natürlich Spanien ein ideales Gastland, weil Spanien, wie Sie sagen, 500 Millionen Menschen, hat auch überall seine Ohren. Ja, und wir konnten uns über mehrere Jahre austauschen. Es ist jetzt auch sehr ungewöhnlich, dass wir so weit voneinander entfernt sitzen. Also das war eigentlich anders, wenn wir uns in Madrid getroffen sind, dann konnten wir abends noch toll essen gehen, wenn in Deutschland schon alles geschlossen war. Also auch da merkt man Kulturunterschiede. Ja. Elvira, als Spanien 1991 zum ersten Mal Gastland auf der Buchmesse war, war es ein völlig anderes Land. Es war ein Land im Umbruch, ein gesellschaftlicher Umbruch, ein politischer Umbruch nach fast 40 Jahren Franco-Diktatur. Was hat sich seither verändert? Wie hat sich die Veränderung auf Autoren, auf ihre Themen ausgewirkt? Genau das wollen wir eigentlich mit unserem Projekt jetzt auch rüberbringen. Wir wollen Diversität und Pluralität zeigen, die Vielsprachigkeit. Wir sind ein Land, in dem wir Spanisch sprechen, aber noch 4 weitere Amtssprachen auch bestehen. Und all diese Amtssprachen sind auch im Pavillon vertreten. Wir haben eine große Diversität, was die Verlage anbelangt. Wir haben ganz große Verlagsgruppen, die zu den wichtigsten der Welt gehören. Aber wir haben auch eine ganze Menge in den 700 Verlagen, auch kleinere und mittelgroße Verlage, die diese Diversität eben sehr deutlich machen. Die heutige Gesellschaft in Spanien ist ganz anders als die von vor 30 Jahren. Wir haben natürlich auch sehr viele Menschen aus aller Welt bei uns im Land, natürlich Lateinamerika, aber auch aus anderen Regionen. Und wir wollen ein Programm nach Frankfurt bringen, in dem wir auch sehen, zum Beispiel, wie wichtig heute die Übersetzung geworden ist. Und das Programm, was wir heute Abend erleben, zeigt eigentlich sehr gut unsere Bandbreite. Wie kommt das? Welche sind die Sprachen und wie haben Sie sich dazu entschieden? España tiene ahora en la feria de libros sí. Tiene 4 idiomas. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Bueno, en España. Entschuldigung, mein Spanisch ist ganz holprig, aber ich probiere mein Bestes. Habla muy bien español. Sie sprechen hervorragend Deutsch. Spanisch. In Spanien. Wird viel gelesen, wird viel geschrieben in verschiedenen Sprachen. 25% der Neuerscheinungen in Spanien sind in anderen Sprachen als Spanisch. Und das ist natürlich etwas, was ganz natürlich auch in diesem Pavillon aufgenommen werden musste. Für Sie sind Übersetzungen, die uns die Literatur Spaniens überhaupt erst verfügbar machen und zugänglich machen, das A und O. Jetzt haben Sie natürlich eine Riesenherausforderung. Sie mussten alle diese Autoren, die nicht in Deutsch schreiben, ich glaube, das sind die allerwenigsten, tatsächlich übertragen.
Wie haben Sie das gemacht? Das ist doch finanziell ein Riesenkraftakt. Oder gibt es andere Möglichkeiten, so etwas zu gestalten? Das war eine große Herausforderung und ich glaube, es war auch eine der spannendsten Teile eigentlich als Ehrengast auf der Buchmesse, weil wir 4 Jahre hatten, um die Übersetzung zu fördern. Wir haben sehr viel Geld auch locker gemacht. Wir haben über 3 Millionen Euro in die Unterstützung von ÜbersetzerInnen gesteckt. Und allein in Deutschland werden wir in diesem Jahr 150 Neuerscheinungen spanischer Titel auf Deutsch erleben. Und in diesen 4 Jahren haben wir über 450 Werke insgesamt übersetzt. Ich denke, das ist etwas, was ja auch diese 5 Tage der intensiven Unterhaltungen und Dialoge auf der Messe überleben wird. Die AutorInnen sind auch hierher gekommen. Und wir haben uns auch sehr darum bemüht, dass wir Agenten und Verlage zusammen bekommen, dass wir auch im Bereich des Rechteverkaufs Fortschritte machen. Und ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Vorhabens. Welche Sprachen, die mit übersetzt worden sind? Es sind natürlich Übersetzungen der offiziellen Amtssprachen Spanisch in andere Sprachen gefördert worden, aber dann auch natürlich die Übersetzung ins Deutsche, ins Englische. Das ist für uns ein wichtiger Verlag. Und andere Sprachen, die unsere Verlage angeregt haben, wie Französisch und Italienisch, auch das sind wichtige Märkte, um die spanische Literatur bekannt zu machen. Jürgen Boos, der Gastlandauftritt Spaniens ist in diesem Jahr überschattet vom Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Wie reagieren Sie darauf als Macher der Buchmesse? Wir haben uns sehr frühzeitig damit beschäftigt, gleich als es losging. Natürlich sind wir immer Bühne. Ja, wir sind politische Bühne und alle politischen Themen, die sich in den Literaturen widerspiegeln, jetzt mal Spanien, sehr stark Franco, aber auch viele feministische Themen, das wollte ich noch loswerden, weil du von Autorinnen gesprochen hast. Das zeichnet Spanien auch aus, dass die Autorinnen so sichtbar werden. Aber um zur Ukraine zu kommen, für uns war es klar, dass wir den ukrainischen Autorinnen, den Verlegern, ein ganz besonderes Gesicht geben müssen. Und wir hatten Gott sei Dank seit vielen Jahren eine enge Kooperation mit dem Arsenal, mit dem ukrainischen Buchinstitut, weil wir, wie gesagt, auch als Auslandsorganisation für die deutsche Buchbranche arbeiten. Und da gab es eine ganz, ganz enge Kooperation. Und wir haben jetzt mit dem Goethe-Institut zusammen eine große ukrainische Präsenz aufgebaut. Wir haben viele ukrainische Autoren auf der Buchmesse. Unser Friedenspreisträger, Shailan, der heute Abend auch in Berlin auftritt, aber ich glaube mit seiner Punkgruppe, wird natürlich sehr präsent sein. Und das Thema wird uns nicht verlassen, aber das wird über all die anderen politischen Themen, die wir derzeit auf der Welt haben. Die Buchmesse ist wie so ein Brennglas. Ja? Natürlich werden wir uns mit dem Iran beschäftigen müssen. Ja? Die Ukraine ist ein super großes Thema. Da ist ein Angriffskrieg plötzlich da, vor unserer Haustür. Aber all die anderen Themen, die wir haben, Menschen aus 120 Ländern in Frankfurt, die bringen alle ihre Themen mit. Und die versuchen wir über ein eigens kuratiertes Programm wieder zu spiegeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wieder sehen. Und dass wir auch in der Lage sind, Bühnen wie das blaue Sofa wieder aufzubauen. Ohne die geht es nicht. Elvira, die Buchbranche ist nicht nur in Deutschland in einem Umbruch. Es gibt eine riesige Krise, die Papierkrise, die ihre steigenden Rohstoffkosten. Erzählen Sie uns etwas über den spanischen Markt. Was passiert da? Wie reagieren die Verlage? Wie reagieren Sie als Organisation auf diese Herausforderungen? Ich komme ja aus jetzt gerade von Barcelona, wo wir auch eine Buchmesse hatten mit hervorragenden Umsätzen. Das spanische Buch hat eigentlich die Zahlungen des Jahres 2019 wieder erzielt. Und ich denke, wir sind auf gutem Weg. Es wurde ja immer wieder gesagt, das Buch in Papierform wird verschwinden. Aber wir können feststellen, das ist überhaupt nicht so. Unsere Verlage haben gute Aussichten und freuen sich jetzt sehr darauf auf Frankfurt. Eine Frage an Jürgen Boos. Jetzt haben Sie ja schon einige Krisen zu bewältigen gehabt auf der Buchmesse. Immer wieder wird dann das Buch tot gesagt oder alles Mögliche. Aber man hat in diesem Jahr das Gefühl, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Wie reagieren Sie als Buchmessenmacher darauf?
Wissen Sie, das verfolgt mich, seitdem ich in der Branche bin. Mhm. Und das ist jetzt über 40 Jahre her, dass ich Verlagsbuchhändler gelernt habe. Und das war gerade der Übergang vom Bleisatz zum Fotosatz. Und das war das Ende der Welt. Und nach 40 Jahren haben wir jetzt, was die Branche betrifft, immer noch nicht das Ende der Welt erlebt, sondern wenn man den Kollegen von Bertelsmann, Markus Dohle, sprechen hört, der spricht ja vom goldenen Zeitalter des Verlegens. Weil wir viele junge Leute haben, insbesondere in Spanien, haben wir in der Pandemie viele jüngere Leute zum gedruckten Buch gegriffen. Also ich denke, was um die Branche ist, ist mir nicht schade, nicht traurig oder gefährdet. Ja? Sondern was wir halt sehen, ist einfach, dass die Welt viel aggressiver geworden ist. Ja, dass sich viel mehr Menschen abschließen. Und in dem Punkt sind dann wieder Übersetzungen und so ein Ort wie Frankfurt wieder super wichtig. So ein Ehrengastauftritt, der 4 Sprachen mitbringt. Ja? Der selbst zeigt, dass eine Nation mehrsprachig sein kann. Ja? Und dass es dann Funken gibt, positive Funken. Ja. Elvira, sind Autorinnen und Autoren Brückenbauer, die den Menschen helfen, aus ihrer Bubble herauszukommen? Ich denke, ganz sicher hilft es immer zu lesen, wenn man die Welt besser begreifen will. Und wir gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt, mit so vielen Dingen, die uns geschehen sind, da helfen die Bücher ganz besonders. Die Reise durch die Geschichten, auch übersetzte Geschichten, zeigen uns andere Welten, eröffnen uns und erschließen uns andere Lebensrealitäten. Herzlichen Dank an Sie beide. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich jetzt einen anregenden, inspirierenden und vor allem wunderbaren Abend der Literatur und des Gastlands Spanien. Dankeschön. Vielen Dank. Muchas gracias. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf Fernando Aramburu. Ah, ja. Darf ich mich dorthin setzen? Nehmen Sie Platz. Hier. Wir haben es gerade noch mal gehört, in seinem letzten vielfach ausgezeichneten Roman Patria haben Sie sich eines ganz großen, gewaltsamen Kapitels spanischer Geschichte angenommen, dem Ether-Konflikt, und das über einen ganzen Figurenreigen vertieft. Diesmal alles ganz anders im neuen Buch. Ja. Diesmal fokussieren Sie allein auf die Welt eines Einzelnen, auf einen Mann, der sich ja, von jeder Art von Politik, von jeder Art von Religion, Ideologie abgewandt hat und mit 54 Jahren beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen, innerhalb eines Jahres. Bin sehr gespannt, was Sie zu diesem Stoff und zu dieser Figur gebracht hat. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Ja, gerne. Dankeschön, schönen Abend. Und vielen Dank, dass ich wieder hier auf dem blauen Sofa sitzen darf. Ja. Das letzte Mal waren wir in Leipzig. Ja. Wir haben über Patria gesprochen. Diesmal sprechen wir über Toni, ihre Hauptfigur, ein Gymnasiallehrer für Philosophie, der so gut wie abgeschlossen hat mit seinem Job, der wahnsinnig wütend ist auf seine Ex-Frau Amalia, eine Radiomoderatorin, und der enttäuscht ist vom eigenen Sohn, seinem einzigen Sohn, der nicht das geworden ist, was er sich gewünscht hat, sondern ein Hausbesetzer und ein Mann, wie es ihn vielleicht viele gibt, sehr frustriert. Was hat Sie interessiert, ausgerechnet so einen Durchschnittstypen Ihren neuen Roman zu widmen? Ja, es kann sein, dass es viele von dieser Sorte gibt. Mhm. Ich gehöre aber Gott sei Dank nicht dazu. Das möchte ich im Voraus sagen. Ja, das ist ein Mann, der eines Tages beschließt, sich das Leben zu nehmen. Aber er weiß nicht, warum. Er erkennt die Symptome, er ist unzufrieden und er möchte eigentlich mit sich selbst klarkommen. Dann gibt er sich eine Zeit, eine Frist, ein Jahr lang, um zu erfahren, warum er in seiner jetzigen Situation gekommen ist, warum er unzufrieden ist. Er hat viel investiert, in Illusionen, in Zeit. Er ist geschieden, er ist verlassen worden. Er hat keine Sorgerecht. Er ist ein Verlierer eigentlich. Aber für mich war das Wichtigste, irgendwie mit Hilfe von Literatur zu fühlen oder zu wissen, wie es wäre, wenn wir
im Voraus wissen, wie man lebt, wenn man weiß, die genaue Uhrzeit, den genauen Tag unseres Ablebens. Also, was für eine Lebensstrategie würden wir anwenden oder verwenden? Ja. Wie lebt man, wenn man weiß, wann gestorben wird, also wann der Tod kommt? Das war die erste Anregung, die mich dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Und die zweite war auch etwas, das das Leben uns nicht erlaubt. Und zwar zeigen bis zum letzten Detail die Intimität eines Menschen. Mhm. Also wie leben wir mit Verwandten, mit Freunden, mit Kollegen, wir haben vielleicht Kinder. Und wir kennen sie manchmal gut, aber nicht ganz, nicht vollständig. Es sind immer dunkle Ecken und da kommen wir nicht dran. Und vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz für die Zuschauer auch, was er sich vornimmt. Also er sagt, wenn die Mauersegler zurückkommen, wieder nach Süden ziehen, dann ist dieser Tag, an dem er seinem Leben ein Ende setzen möchte. Und bis dahin möchte er seine Angelegenheiten noch klären. Also er räumt die Wohnung in Madrid aus, er löst die Bibliothek auf, verteilt die Bücher, seine Bücher über die Parkbänke der Stadt und er fängt an, sich Notizen zu machen. Was ist das für ein Lebensabschlussprojekt, was er sich da vornimmt? Ja, das ist ein Mensch mit zwei Geschichten sozusagen. Er ist ein zahmer Mensch. Wenn man seinen Alltag betrachtet, er könnte zu Hause bleiben oder einfach die Welt kennenlernen, also nicht zu Hause bleiben, also nicht zur Arbeit zu gehen. Er geht weiter zur Arbeit, auch wenn er keine Lust da in der Schule zu unterrichten hat. Er verteilt die Bücher, also er zerstört nicht die Bücher. Mhm. Aber er hat einen Raum für sich und das ist das Schreiben am Abend. Da lässt er seine Wut freie Bahn. Da zeigt er dieses Gesicht, die nicht besonders sympathisch ist. Und das wollte ich auch zeigen. Diese private Wahrheit, die jeder hat und die wir eigentlich verstecken. Und es ist gut, dass wir so machen. Ja. Mhm. Ja, es ist interessant. Also mich hat er oft auch an so eine Thomas-Bernhard-Figur erinnert in seiner Wut, ja, auch an Molières Menschenfeind. Also diese Wut auf die Ex-Frau, die Wut auf die liederliche, verkommene Politik, auf die Touristen, auf die Frauen, auf die Umwelt, die ist also wirklich... Ich habe mich wirklich gefragt, was war das für ein Versuch, was war das für ein literarisches Experiment, das so aufzuschreiben, was eigentlich vielleicht ganz viele Menschen denken, aber doch keiner so sagen würde, weil man sich ja auch vielleicht ein bisschen dafür schämen müsste, wenn man das so... Also das hat mich interessiert, was Sie... Ja, aber ich habe mich totgelacht, als ich das Buch geschrieben habe. Ja. Ja? Ich muss auch zugeben, ich tendiere immer oder oft den Finger in die sozialen Wunden reinzustecken. Das macht mich nicht besonders beliebt für manchen Menschen oder Leser, aber das macht mir einfach Spaß zu provozieren. Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist auch viel Humor in diesem Buch. Auf den Tonfall spreche ich doch. Und eines wollte ich von Anfang an, dass dieser Mann keine böse Tat begeht im ganzen Buch. Das tut er nicht. Er denkt an das Böse, aber er setzt das Böse nicht in die Tat um. Das wollte ich auf unbedingt. Ja. Aber Sie entlarven ihn ja schon sehr genüsslich. Also Toni sagt, er ist lebensmüde, aber wie wir ihn kennenlernen, ist er doch eigentlich vor allem wütend oder auch vielleicht rachsüchtig. Er sagt, er ist gebildeter Philosoph. Er erzählt immer wieder von seinen Notizen, die er sich sein Leben lang gemacht hat, zum Beispiel auch zum Thema Selbstmord, verschiedene Philosophen, die er zitiert. Gleichzeitig lässt er sich aber allein nur von Äußerlichkeiten lenken. Also wir erfahren, dass er die Ehe zu seiner Frau Amalia nur eingegangen ist, weil sie so bildschön ist und eine Jugendliebe, die
dann wieder in Erscheinung tritt, Agueda, die alles für ihn tun würde, ihn auch vom Selbstmord abhalten würde. Die mag er aber gar nicht, weil er sie hässlich findet und schlecht gekleidet. Also man hat den Eindruck, dass sie ihn fast genüsslich überführen, also seiner Oberflächlichkeit oder auch seines Selbstmitleids. Ist das so? Ja, aber Vorsicht mit der Oberflächlichkeit, weil es kann sein, dass es auch nicht so ist. Wichtig war, und deswegen schätze ich ihn sehr, nicht nur als Romanfigur, weil als Romanfigur ist der Mann sehr produktiv, sondern weil er im ganzen Roman, auch wenn er uns so pessimistisch vorkommt, nie, auf keine Zeile, dem Nihilismus verfällt. Das ist sein Kampf. Er möchte nicht weiterleben, er weiß aber nicht warum. Er gibt sich eine Zeit, vielleicht mit der versteckten Hoffnung, dass er irgendwann mal einen Grund findet, weiterzuleben. Ich darf das Ende des Romans nicht verraten, ja, sonst wird mein Verleger sauer und das will ich auch nicht. Und am Ende gewinnt auch das Leben. Also er schafft nicht einmal, oder auch nicht, was er am Anfang behauptet hat, umzusetzen. Ja. In den Notizen erfahren wir nicht nur von seiner gescheiterten Ehe, wir erfahren nicht nur von dem verkorksten Verhältnis zu dem einzigen Sohn Nikita, auch wie er aufgewachsen ist. Also wir lesen vom Vater, der ihn mit unerbittlicher Härte erzogen hat, ihn und den Bruder Raul, von der Mutter, die unter diesem Vater gelitten hat, unter seinen Seitensprüngen, unter den Ohrfeigen. Was erklärt das für Sie, warum dieser Toni so geworden ist, wie er ist? Wahrscheinlich wegen seiner Erziehung in der Franco-Zeit. Und ich habe das Gleiche auch erlebt. Wir wurden nicht mit bösen Absicht, aber wir wurden mit Gewalt erzogen. Ohrfeigen in der Schule waren Gang und Gäbe. Ja. Es musste alles so geradlinig. Aber er will das nicht so weitertreiben. Und das ist ihm wahrscheinlich nicht gelungen. Also, er hat versucht, einen anderen Mensch zu werden, ein Mensch mit demokratischen Werten. Und trotzdem stellte er fest, Mensch, ich bin ein Verleger. Ja? Ich finde es ja auch interessant, dass man so ein bisschen ihn so sieht, auch als Produkt dieser Geschichte tatsächlich, weil man liest in den Notizen nochmal, also er versucht zu ergründen, was sein Vater zu einem überzeugten Kommunisten erst gemacht hat, dann zu einem enttäuschten Kommunisten. Wir erfahren von dem Großvater, der für Franco gekämpft hat im Spanischen Bürgerkrieg. Und man fragt sich, ist er deshalb so unpolitisch, weil er eigentlich an nichts mehr glauben kann, weil das so schon alles zerschreddert wurde in seiner Geschichte, dass er so ein unpolitischer Mensch geworden ist. Macht ihn das auch zu einem besonders typischen Zeitgenossen da? Dass er so dass er nichts hat, was ihn überzeugt oder wofür es sich zu kämpfen lohnt. Also es kann sein, dass sich eine Menge männliche Bürger von seinem Alltag gibt, aber dass eine Romanfigur Vorbild wird oder ein Prototyp, das ist schlecht für einen Roman. Ja. Also es ist viel besser, dass die Romanfiguren einzeln sind, also nicht zu einer Kategorie gehören. Ja, also er sprengt die auf, er ist auch nicht politisch korrekt oder kein Vorbild. Nein, er muss unbedingt individuell sein, sonst klappt es bei einem Roman nie. Nee. Also Sie sind da provokant, finde ich auch. Also in dem, wie Sie ihn beschreiben, es gibt in diesen Notizen aus Versehen. Gibt es tatsächlich, finde ich, also Bekenntnisse, die sind schon auch abstoßend. Also es gibt eine Passage, da erzählt dieser Toni fast schon stolz, wie er eine Vaterschaftsklage gegen seinen Sohn abschmettert in der Schule, weil er dem Vater des schwangeren Mädchens beweisen kann, dass die Tochter eigentlich immer Gruppensex hatte. Da ist man schon so. Oder es gibt eine Passage, wo er sein erstes sexuelles Mal beschreibt. Das hat er mit einem psychisch kranken Mädchen, die von ihrem Bruder verkauft wird, dazu. Also es geht schon an die Grenzen. Ich habe mich gefragt, wie haben Sie zu einer Haltung gefunden, zu dieser Figur als Autor? Ja, also wie gesagt, ich arbeite nicht mit Menschen, sondern mit Wörtern. Ja? Und
Ja, natürlich muss ich eine Illusion da aufbauen, so dass die Leser oder Leserinnen glauben, dass sie auf den Händen nicht ein Objekt namens Buch haben, sondern eine wahre Geschichte. Ja? Und dazu verfüge ich nur über Wörter. Aber es ist nicht so, mit Ausnahmen von Gelächter, die mir manchmal so aufkommen, nicht so, dass ich da weine oder mich besonders Eindrücke habe während der Arbeit. Das nicht. Aber ich bin auch nicht so unschuldig. Ich weiß, welche Effekte manchmal manche Seiten haben können. Das schon. Und apropos die Episode, wo Toni seine erste sexuelle Erfahrung erzählt, ich wollte, dass er auch nicht so ohne Schuld da ist. Das war mir wichtig. Er hat auch mitgemacht. Ja. Und von daher hat er auch seinen Teil Schuld. Vielleicht müssen wir an der Stelle wirklich über den Tonfall des Romans mal sprechen. Der ist an vielen Stellen ernst, an sehr vielen Stellen ironisch, weil er sehr ironisch auch schreibt und oft sehr unterschwellig komisch. Wie haben Sie zu dem Sound gefunden, also zu dieser Sprache? Es sind ja tatsächlich 830 Seiten und es ist ja so eine Kunstsprache. Man schreibt sich da so rein, man denkt sich da so rein. Wie war das sofort da oder wie lange haben Sie da überlegt, wie könnte dieser Mensch sprechen? Was ist das? Doch, das war schon von Anfang an da, weil ich das mit Absicht beschlossen haben. Also ich denke, jedes Buch, jeder Roman hatte eine gewisse Musik, eine Textpersönlichkeit, einen Ton. Und es ist besser, wenn man den Ton schon früh genug findet. Und das gehört auch zu meinen ersten Entscheidungen, bevor ich schon mit der Arbeit beginne. Ja? Wer will mir die Geschichte erzählen? Aus welchem Sichtpunkt, welche Sprache werde ich benutzen und welche Musik, welche Textmusik da sein wird. Das ist ganz wichtig. Mhm. Es geht nicht nur darum, dass man eine Geschichte erzählt, das kann auch ein Journalist, ein Geschichtsschreiber machen. Nein, wir müssen irgendwie das Herzlein der Leser, Leserinnen berühren. Interessanterweise haben Sie mein Herz am meisten gerührt in den Passagen, wo Toni diese Ironie verlässt und wirklich aufrichtig mit Wärme und Liebe schreibt. Und das ist wiederum auch sehr komisch. Es sind die beiden Abschiedsbriefe, einen an seinen Hund Pepper, dem er sehr nahe ist. Und der andere Brief richtet sich an seine Sexpuppe Tina, mit der er seit vielen Jahren zusammenlebt, die er von seinem Freund Humpel bekommen hat. Das ist wirklich so schräg. Wie oft mussten Sie da laut lachen beim Schreiben? Oft. Ja, ich wohne nicht alleine und da hat man mich schon oft gefragt, was ist los da? Ja. Ich bin nicht aus Eisen und Stein und ich lache gerne, ja. Und Humor ist für mich was Natürliches, auch im Alltag, ne? Außerhalb der Literatur. Eigentlich muss ich mich bremsen, sonst würde ich nur Komödien schreiben, ja. Manchmal verbiete ich mir den Humor, zum Beispiel, wenn ich über Terroropfer schreibe. Da hat Humor nichts zu tun oder ganz wenig. Das schon. Aber in deiner Geschichte, so wie diese hier von dem Mauersegler, ja, da habe ich ja richtig die Gelegenheit ausgenutzt. Ja. Dass dieses Motiv in eine Puppe verliebt sein, das ist ja auch schon ein altes literarisches Motiv, kennen wir ja schon seit E.T. Hoffmann, Sandmann, der wahnsinnig über seine Liebe zu einer Puppe. Was kennzeichnet denn Toni? Warum kann er wahre Nähe, Wärme eigentlich nur für ein nichtmenschliches Wesen? Das ist sein Hauptproblem. Er ist ein einsamer Mann. Das ist der Kernpunkt dieses Romans. Nicht, dass er das sagt oder jenes macht, sondern er ist alleine. Und die Puppe ist eigentlich Ersatz. Es gibt übrigens keine witzige Episode, wo die Puppe auch mitspielt. Es sind immer ernsthafte Szenen.
Die Bube bedeutet Begleitung oder die Illusion einer harmonischen Ehe. Das ist die Bube. Und dazu gehört auch die Hündin. Also das sind die zwei einzigen Wesen. Ich könnte auch sagen Lebewesen, was die Bube betrifft, mit denen er richtig klarkommt oder gut auskommt, gut kommuniziert. Und das finde ich nicht so lustig. Aber ich finde es schade, dass er das so wahrnimmt, weil es gibt ja tatsächlich noch zwei andere Figuren. Das ist einmal sein einziger Freund Humpel, der bei einem Anschlag, bei den Terroranschlägen vom 11. März seinen Fuß verloren hat. Mit ihm trifft er sich in der Bar, mit ihm redet er auch über die Selbstmordabsichten. Und was ich sehr gelungen finde, ist, dass sie beschreiben, dass das Trauma ja nie Thema ist oder die echten Themen, sondern es geht immer um so Nichtigkeit, man frotzelt zusammen, man lästert zusammen. Also eigentlich ist diese Bekanntschaft oder auch die Bekanntschaft zu Agueda für mich die Geschichte einer vertanen Chance oder einer großen Sprachlosigkeit oder Kommunikationsunfähigkeit. Ja, das glaube ich auch. Wobei ich sagen muss, dieser Humpel, so wie es auf Deutsch heißt, ist mir nicht richtig gelungen. Doch, finde ich. Doch. Ja, aber aus Versehen. Find Eddie weil er, er wurde gerufen, um eigentlich die böse Figur zu sein. Mhm. Der Zyniker, der zynisch ist, der nichts glaubt, der sich über alles lustig macht. Und trotzdem habe ich dann in Kontakt mit Lesern festgestellt, dass viele Leute sich von mir angesprochen fühlen. Mhm. Dass er sogar eine nette Wirkung macht. Und da gilt er nicht als Bösewicht, wie ich irrtümlicherweise so vorgeplant hatte. Also bei mir wahrscheinlich, auch nicht dein Eigenleben entwickelt. Wahrscheinlich, weil er schon von Anfang an seine Strafe bekommen hat. Das könnte sein. Aber ich freue mich, dass er auch dazu beiträgt, dass der Roman nicht abstoßend ist, sondern da gibt es auch so nette Passagen, wo Humpel auch als Protagonist da auftritt. Eine bitterböse Satire jedenfalls, die auch die Geschichte eines Mannes ist, der die Suche nach dem Glück nicht aufgibt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Fernando Adam Bruno, ja, danke schön. Lukas Lafias. Danke. Vielen Dank. Ich kündige noch unser nächstes Moderatoren-Duo an. Ja. Ich glaube, wir müssen eine ganz kurze Verkabelungspause machen und dann übernehmen hier Christine Watti vom Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Najat El-Hajmi. Vielen Dank nochmal, schönen Abend Ihnen noch. Tschüss. Wie in der Schule, alle werden gleich ganz unruhig, wenn mal kurz nichts gesagt wird. So, okay, let's go. Hallo. Herzlichen schönen guten Abend. Das macht doch schon gar keinen Sinn. Schönen guten Abend, wollte ich sagen. Und ich möchte gleich am Anfang, bevor ich Najat El-Hajmi ausführlich vorstelle, so ein bisschen spoilern, denn das Buch, um das es jetzt geht, das habe ich verschlungen. Ich habe das angefangen, ich konnte es nicht mehr weglegen. Ich war total aufgewühlt, ich war entsetzt, ich war traurig an manchen Stellen und auch beeindruckt. Ich war zwischenzeitlich in Barcelona oder in der Nähe von Barcelona und zugleich war ich kilometerweit und Lichtjahre davon entfernt. Ich war in einer Parallel
Parallelwelt, von der ich dann irgendwann verstanden habe, warum der Begriff der Parallelwelt so unglaublich furchtbar ist. Und zugleich habe ich mich diesen Figuren näher gefühlt, als ich es vielleicht am Anfang eigentlich ahnen wollte. Und plötzlich habe ich in all dem, was ich da gelesen habe, parallel die Nachrichten angeschaut und habe das Gefühl gehabt, dieses Buch ist wie eine Illustration dessen, was dann zum Beispiel im Moment aktuell im Iran auf den Straßen passiert, wie das alles zusammenhängt. Darauf werden wir ganz sicher im Gespräch darauf kommen und auch auf diese aktuelle Situation. Aber das ist wirklich schon ein Grund, sehr froh zu sein, um diese Buchmessenpartnerschaft, wobei dieses Buch, glaube ich, auch so seinen Weg zu den Leserinnen und Lesern hier gefunden hätte. Es ist nämlich eben von Najat El-Hajmi, einer der bedeutendsten Autorinnen katalanischer und auch spanischer Literatur. Und ich finde, hier ist nochmal ein richtiger Applaus nötig. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Romane von Najat El-Hajmi sind zuvor in Deutschland zu lesen gewesen mit Der letzte Patriarch oder Eine fremde Tochter. Und auch Eine fremde Tochter beschäftigt sich genauso wie mit Am Montag werden sie uns lieben, mit der marokkanisch-muslimischen Kultur, einem veralteten Frauenbild, das in einer westlichen Gesellschaft eigentlich noch stärker als sowieso an seine Grenzen gerät und vor allem die Leidensfähigkeit von immer selbstbestimmteren Frauen herausfordert. Und ich habe schon angedeutet oder versucht es anzudeuten, in diesem Roman Am Montag werden sie uns lieben, wird man konfrontiert, ganz global gesehen, als Frau mit der bitteren Erkenntnis, eigentlich immer so sein zu müssen, wie man sein sollte und nicht so sein zu können, wie man es eben ist. Und dabei geht es wirklich von Schönheitsansprüchen bis zur vermeintlich der Religion obliegenden Erwartungen. Wir beginnen jetzt mal konkret mit dem Buch und stellen die Protagonistin ihres Romans vor. Es sind drei Frauen aus Spanien, Katalanien mit marokkanischem Background. Vielleicht können Sie die am Anfang so ein bisschen charakterisieren, denn die drei sind ganz unterschiedlich unterwegs in ihrem Versuch, zwischen Regeln, Konformität und einer ganz durchdringenden Sehnsucht nach dem Leben klarzukommen. Wie würden Sie sagen, wie sind diese drei? Dankeschön. That's my German. Soweit reicht mein Deutsch, dankeschön. Das nächste Mal kann ich vielleicht dann doch schon ein bisschen auf Deutsch antworten. So wie Jürgen, der jetzt sein, also oder wie das Spanisch von Jürgen. Jürgen, ne? Der, genau. Ja, Jürgen ist richtig gesagt, gut. Also die drei Hauptfiguren, die am Anfang gleich auftauchen, sind drei junge Frauen, Töchter aus marokkanischen Einwandererfamilien. Und der Roman konzentriert sich vor allem auf zwei, die eine ganz wichtige Freundschaft verbindet. Und die dritte ist vielleicht dafür da, um die Intensität der Beziehung zwischen der Erzählerin und ihrer Freundin ein wenig zu schmälern. Die drei Frauen sind verschieden, das stimmt. Es gibt aber auch was ganz Offensichtliches, was wir vielleicht nicht immer sehen. Wenn nämlich, wenn man einer gewissen Etikette gehorcht, dann ist auch die eigene Persönlichkeit dieser Etikette unterworfen. Jeder ist ja eine eigene Person. Und das ist wichtig. Die drei haben natürlich Gemeinsamkeiten. Sie sind alle drei Töchter marokkanischer Einwandererfamilien, aber jeder hat eben auch ihre Eigenheit. Und die wichtigste Rolle ist natürlich die Erzählerin, die uns durch den ganzen Roman trägt mit ihren Überlegungen. Die zweite ist diese Freundin, die ein bisschen anders ist. Sie sieht das Leben sehr pragmatisch. Und man hat das Gefühl, deswegen ist es für sie auch einfacher. Die dritte aber wieder ist sehr viel frivoler, zumindest nach außen. Sie lacht immer über alles und sagt, ach, ist nicht so wichtig. Und ist vielleicht auch so ein bisschen die komischste von den dreien.
Man begleitet die drei tatsächlich wie in so einer Art der Dokumentation. Also es gibt diese Ebene mit der Freundschaft, die die drei verbindet auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ansonsten begleitet man sie durch ihr Leben, also wie sie erwachsen werden, wie sie sich von ihren Familien distanzieren, wie sie Arbeit suchen, wie sie auf jede Menge Rassismushürden im Alltag treffen, wie sie versuchen klarzukommen und ein Leben zu führen, das einigermaßen selbstbestimmt ist, wo sie in dem Fall spanischen Gesellschaft an die Grenzen stoßen, aber auch in ihrer Herkunftsgesellschaft, wenn ich es so bezeichnen möchte, um nicht wieder die Parallelwelt zu benennen. Und wir stoßen in diesem Roman ganz schnell auf den Begriff der Obskurität, der diesen Frauen, ich wusste gar nicht, wie man das formuliert, widerfährt. Sie werden quasi verdunkelt in dieser Gesellschaft. Wie genau würden Sie dieses, es ist nicht mal ein Phänomen, sondern diese gesellschaftliche Auswirkung, die es auf diese drei Frauen hat, beschreiben? Was ist Obskurität an dieser Stelle? Jetzt hast du mir einen Artikel in Erinnerung gerufen von Natalia Ginzburg, die von den Frauen sprach, die in einen Brunnen fallen. Diese sind nicht in den Brunnen gefallen, sondern der Brunnen ist über sie gefallen sozusagen, weil es sind junge, energiegeladene Frauen mit viel Spaß und viel Lust auf die Welt, so wie jedes Mädchen in ihrem Alter. Um jetzt aber dahin zu kommen, müssen sie sich tatsächlich über eine riesengroße Menge an Schwierigkeiten hinwegsetzen. Sobald sie eine Hürde genommen haben, taucht eine neue auf. Also dieses Gefühl, dass man so in einem Laufrad läuft und eigentlich nicht vorankommt. Und in diesem Roman gehen die drei tatsächlich laufen, also joggen, um eigentlich dieses Bild zu schaffen, dass man sich in die westliche Gesellschaft integrieren will, dass sie das machen, was dort auch alle tun, nämlich rennen, also joggen. Das ist ja etwas, was in der westlichen Welt ganz allgemein ein ganz bekanntes Bild ist, aber eben nicht überall. Also dieses Bild der westlichen Frau, die am Strand entlang joggt, das ist das Bild, was uns immer vor Augen war als Töchter von Einwanderern. Wir wollten so sein wie diese Frauen. Und wir befinden uns aber in diesem Laufrad und haben das Gefühl, eigentlich gehen wir immer weiter zurück. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir physisch wir in einem Viertel wohnen oder diese Protagonistin des Romans dort wohnen. Und sie sind nicht nur in der Peripherie, sondern sie sind in der Peripherie der Peripherie. Also sie sind noch außerhalb der peripheren Städte. Dort wohnen sie und haben ganz klar physische Probleme oder auch physische Momente, die sie eigentlich isolieren von der Inneren, also von der Innenstadt zum Beispiel. Also sie leben wirklich in einer Außenwelt, wenn man so will. Und als Bürgerin sich zu beteiligen, ist in diesen Vierteln, in diesen Stadtvierteln gar nicht einfach. Auch Demokratie ist dort ganz weit weg. Es gibt große Arbeitslosigkeit. Also eigentlich ganz klassische Fragen dieser sozialen Schicht. Viele denken, wir sind da schon weiter, aber tatsächlich nur die wirklich den Sprung in die Mittelschicht schaffen, haben auch diese Hindernisse schon überwunden. Und das sind nicht viele. Und dann gibt es natürlich das große Thema, nämlich ihre Rolle und ihre Bedingtheit als Frau. Das ist ja etwas, das kann man gar nicht überwinden, selbst wenn du wolltest. Und das bedingt aber wirklich sämtliche Aspekte deines Seins. Ganz allgemein gesprochen, in der Gesellschaft, in der Politik, bis hin zum ganz Intimsten, auch natürlich sexuelle Beziehungen. Das ist etwas, was wir manchmal denken, was nichts mit Politik zu tun hat, aber es ist eine total politische Angelegenheit. Und es ist auch interessant, eine zutiefst politische Angelegenheit. Es ist auch interessant, dass also der Blick geht nicht nur aus der Sicht der Einwandererfamilien in Bezug auf die spanische, katalanische Gesellschaft, sondern so ihr Blick geht in beide Richtungen. Also diese Verdunklung, die ich gerade angesprochen habe, oder wie Sie es beschrieben haben, der Brunnen, der über diese Frauen drüber gestülpt wird, der passiert ja von beiden Seiten. Also einerseits ist es auch eine deutlich rauszulesende Kritik an der traditionellen Lebensweise der marokkanisch-muslimischen
Familien in diesem Fall und gleichzeitig aber auch natürlich der Mehrheitsgesellschaft, die wiederum auch diese Frauen unsichtbar macht. So dass man das Gefühl hat, es gibt so ein Zitat, das hängt sich auf an der Situation, dass eine der drei darf am Schwimmunterricht nicht teilhaben und schafft sich dann aber die ganzen Kenntnisse über das Schwimmen in der Theorie drauf und kann alles aufschreiben und alles genau verstehen und erklären. Und da schreiben sie, das ist aber wie der Unterschied zwischen Leben lesen und Selbstleben. Und das ist ziemlich plakativ und deutlich natürlich an den dreien, dass es gibt quasi in alle Richtungen gibt es Grenzen und alle Richtungen sind dann so, dass sie sich zwar sehr anstrengen müssen, um all diese Hürden zu überwinden und gleichzeitig aber sind sie wie so dissoziiert, also sie nehmen nicht am Leben teil und zwar auf gar keiner der beiden Seiten, so habe ich das wahrgenommen. Ja, ich bin immer damit aufgewachsen, was man immer wieder gesagt hat, mir persönlich, nämlich du gehörst zwei Welten an, du stehst zwischen zwei Welten, aber das stimmt doch nicht. Niemand gehört zwei Welten an, aber sondern vielmehr ist man dann eigentlich in einem Niemandsland anstatt zwischen zwei Welten. Man ist nämlich auf beiden Seiten fremd. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die das wirklich verstehen in dieser Komplexität, die du selber in dir trägst. All diese Elemente, die zu dir gehören, du siehst sie nicht als verschieden, wenn man mich fragt, was ist denn jetzt dein marokkanischer Part oder was ist dein katalanischer Teil, dein spanischer, was weiß ich. Ich weiß nicht, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Das ist doch alles ein Kontinuum für mich. Das sehen aber andere nicht so. Also dieses Gefühl, so eine Art Exil, wo auch immer du bist, nirgends wirklich dazu zu gehören oder dabei zu sein, das ist etwas, was tatsächlich seine Folgen hinterlässt. Und ich glaube, das ist etwas, was unheimlich viele Menschen heute so erleben. Und was aber nur selten so auch ausgesprochen wird oder erzählt wird. Die drei versuchen ja dann auf unterschiedliche Art und Weise dieser Unterdrückung oder Unterwerfung, je nachdem, wie man es so aktiv oder passiv formulieren will, zu entkommen. Es geschieht darüber, zu heiraten und Kinder zu kriegen, zumindest bei den beiden Hauptprotagonistinnen. Also der Ausweg erstaunlicherweise oder weiß ich nicht, tragischerweise funktioniert genau über den Weg, den man eigentlich ja versucht, den man versucht auszuweichen. Aber es muss in beiden Fällen, also die so im Zentrum stehen, eine Ehe sein, die eingegangen wird und vor allem aber auch eine Hoffnung. Und da würde ich gerne wissen, wie aktuell Sie das gemeint haben, eine Hoffnung darauf, dass da die neue Generation in diesem Fall von muslimischen Männern oder marokkanischen Männern sind, die vielleicht das anders machen, als es die eigenen Eltern gemacht haben. Und ich will auch nicht spoilern, das machen wir auf dem blauen Sofa nicht, aber ich kann vielleicht sagen, es wird, eventuell geht es, bueno, es ist schwierig. Ja, als Frauen hatten wir auf diese Veränderung gewartet und wir erhoffen uns immer noch eine solche Veränderung. Wir sind sehr geduldig. Und es stimmt. Es war sehr enttäuschend, weil so wie wir auch im Roman das erleben, diese neuen Frauen, weil das sind ja die ersten in ihrer Familie, die eine Bildung bekommen haben, die Arbeit aufnehmen und die auf eine gerechtere oder sich an eine gerechtere Beziehung zwischen Mann und Frau hoffen und an diese glauben. Und sie dachten, auch die Männer könnten diese Veränderung nachvollziehen. Wenn es neue Frauen gibt, müsste es doch auch veränderte Männer geben. Aber in diesem Fall, und das ist etwas, was wir tatsächlich auch in der Realität viel zu oft erlebt haben, nicht nur mit einer Kultur mit einem marokkanischen Hintergrund, sondern auch insgesamt, das sind ja Forderungen des Feminismus, es gibt einen großen Widerstand gegen jegliche Veränderung. Und selbst wenn die Männer beschließen, dass sie sich verändern wollen, dann ist doch der gesellschaftliche Druck und alles, was mit diesem Männlichsein verbunden ist, am Ende sehr viel wirkungsvoller als die Idee der Veränderung an sich. Und deswegen denke ich eigentlich, dass die Männer mehr Schwierigkeiten haben mit diesem gesellschaftlichen Druck. Also die Männer, die wir so erlebt haben und gesehen haben, die unter diesem gesellschaftlichen Druck standen,
Wir haben gesehen, dass es für Sie wirklich sehr schwierig ist, da mutig zu sein, sich dem entgegenzustellen. Es gibt sicherlich immer sehr mutige Männer, aber ich habe tatsächlich mehr mutige Frauen als Männer gesehen in diesem Kontext. Die Männer geben dann doch sehr schnell, verlassen doch sehr schnell diesen Weg. Auch weil dieses es natürlich bedeutet, Privilegien aufzugeben. Wir als Frauen können sehr viel gewinnen, wenn es um die Gleichberechtigung geht. Es ist unser Leben, unsere Freiheit. Wir haben nichts anderes. Wir können nur gewinnen. Uns bleibt auch keine andere Möglichkeit. Wir müssen dafür kämpfen, wenn wir wirklich als Menschen, als würdige Menschen leben wollen. Sie allerdings haben natürlich die Möglichkeit, auch doch wieder wegzugehen oder sich abzuwenden von diesen Weg, weil sie eben doch eine ganze Menge Privilegien haben. Deswegen liegt es an uns, Frauen, auch diesen Kampf nicht aufzugeben. Und ich würde sehr gerne die Männer meiner Generation überzeugen und auch die nachkommenden Männer, dass es viel gerechter ist und dass das Leben sehr viel besser und schöner wäre, wenn sie sich wirklich den Frauen gegenüber gleichberechtigt und achtungsvoll verhalten würden. Weil es muss ja auch sehr anstrengend sein, immer derjenige zu sein, der befiehlt und der beschließt und der Entscheidungen trifft. Man muss diesen sozialen Druck irgendwie aufbrechen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, diese Geschichten laut erzählen zu dürfen, auch wenn sie vielleicht nicht immer bequem sind oder nicht allen gefallen, auch gerade in meiner Gemeinschaft, weil die denken, nee, diese Dinge sollten wir eigentlich nicht nach außen tragen, wir sollten sie nicht erzählen. Aber wenn sie merken, was es heißt, wirklich da an diesem Ort sich zu befinden, dann werden sich vielleicht diejenigen, die nur ein Mindestmaß an Mitgefühl haben, auch, also gerade bei den Männern vielleicht auch was erkennen und was verändern. Das ist noch ein weiter Weg. Das ist, hätte zwischendurch am liebsten unterbrochen und gesagt, ist es nicht auch schon die Antwort auf die Frage, die ich natürlich jetzt an dieser Stelle stellen möchte, ob das auch Ihre Interpretation ist, wenn Sie auf die Situation im Iran gucken, warum die Frauen das sind, die jetzt auf die Straßen gehen und die so eine Power entwickeln. Vielleicht noch ein kleiner Einschub in dem Buch zumindest. Ist es ziemlich klar, warum die neue Generation der Männer, die am Anfang total begeistert und wollen auch hier alles teilen und die Kindererziehung teilen. Und es geht dann aber ganz schnell eben nicht so gut, wie ich schon angedeutet habe, aber auch vor allem auf einer Grundlage, bei der man denkt, ja klar, ist ja auch echt, das ist ja auch mega anstrengend. Also man kann natürlich, ist es natürlich vielleicht doch netter, sich an dem ganzen Quatsch zu Hause nicht zu beteiligen. Das ist jetzt sehr einfach runtergebrochen. Ne? Das wollte ich nochmal ergänzen zu dem, wie die Situation in den Beziehungen dann dargestellt wird, warum eigentlich am Ende dann doch der traditionelle Weg eingeschlagen wird. Aber zurück zum Iran, also weil natürlich fragen alle und die Solidarität kommt jetzt auch in Häppchen, aber sie kommt ja dann doch von der ganzen Welt mit dem Blick darauf. Aber klar, natürlich liegt auf der Hand zu fragen, warum sind das jetzt die Frauen, die auf den Straßen sind, die inzwischen ja auch unterstützt werden von Männern, aber das wäre dann auch wahrscheinlich ein Teil ihrer Antwort eben gewesen, dass sie es sind, weil sie haben nichts zu verlieren im Zweifel, oder? Ja, also diese fehlende Freiheit ist natürlich im Iran für alle wirkungsvoll, aber die Frauen leiden ganz besonders unter ihr, denn den Männern sagt ja keiner, was sie anziehen sollen, wie sie sich auf der Straße verhalten sollen. Es gibt sehr, sehr viele Gesetze, die eben nur für die Frauen gelten und nicht nur in dem Land, sondern in der ganzen Region, nicht nur dieser fundamentalistische, theokratische Gottesstaat im Iran, sondern es gibt auch die Sprache des Islam. Also es gibt ein Kapitel im Koran, wo es eben heißt, dass die Frau unter dem Mann steht und deswegen dem Mann gehorchen muss. Als ich jugendlich war, habe ich eine Übersetzung des Koran gelesen und habe diese Passage gefunden und ich konnte eigentlich nicht mehr zurück. Ich konnte nicht mehr aufhören, immer wieder an dieses Fragment zu denken.
Im Iran ist das Gesetz und damit auch zum, ins Extreme geführt. Und die Frauen werden dort auch umgebracht. Es wird protestiert, weil eine Frau, die eben ihren Chador falsch getragen hat, wurde in Polizeigewahrsam genommen und kam da nicht mehr raus, weil sie dort gestorben ist. Das ist diese Frau, und wir wissen, das ist eine von ganz vielen, weil es gab schon viel mehr, die umgebracht wurde. Aber es gibt noch viel mehr Frauen, von denen wir wissen, dass sie, oder die sich eigentlich das Gefühl haben, dass sie lebendig begraben werden, lebendig umgebracht werden. Und es gibt viele islamische Frauen, die solche Situationen auch in europäischen Ländern erleben. Das, was mich am meisten besorgt, ist vielleicht, dass das sogar in demokratischen Ländern so passieren kann. Denn man hat das Gefühl, das ist etwas, was ganz weit weg ist, in einem anderen Land passiert. Und ich glaube, wir kümmern uns viel zu wenig darum, was eigentlich mit der muslimischen europäischen Bevölkerung passiert. Das ist ja, sind ja keine Fremde mehr, sondern es ist Teil von uns. Und wie zum Teil auch bestimmte Sektoren dort oder bestimmte Sektoren in unseren Gesellschaften diese Art von Machismus akzeptieren, die wir als westliche Frauen nie akzeptieren würden. Die Europäische Kommission zum Beispiel fördert in einigen Programmen den, die Benutzung des Schleiers oder des Kopftuchs als Zeichen für Diversität in Europa. Aber für mich ist das eine machistische Diversität. Eine Diversität kann doch nicht gut sein. Also sie ist immer nur dann gut, wenn sie nicht gegen diese Grundwerte von Menschenrechten und Gleichheit verstößt. Ich möchte nicht in einem Europa leben, das das fördert, wogegen im Iran die Frauen jetzt auf die Straßen gehen. Aber so ist es oft. Wir haben hier die Frauen mit Schleier oder mit Kopftuch als Symbol der Gleichberechtigung und der Diversität vielmehr. Aber es ist ganz oft so, dass eben wir Frauen diesen Schleier auflegen müssen, weil uns das die Männer so auferzwingen. Das ist keine Entscheidung der Frau. Höchstens eine Frau, die sich der machistischen religiösen Regelung unterwirft. Na, das ist jetzt ein bisschen weg von dem Roman. Das letzte Wort noch genau hören. Das allein ist so ein großes Thema und auch natürlich in Deutschland. Und ich hätte noch 20 weitere Fragen, weil mich Ihre Position interessiert und vor allem auch, wie die wiederum aufgenommen wird. Wir müssen es so ein bisschen einmal zurückholen, noch, weil ich noch eine letzte Frage habe, damit der Eindruck auch klar, also damit der Eindruck nicht entsteht, es geht quasi nur um den Blick auf die traditionellen migrantischen Familien und ihre Verhaltensweisen, sondern es gibt ja gleichzeitig auch den Blick der drei, die ja wiederum in der spanischen Gesellschaft sind und in der wirklich ganz deutlichen Distanz leben. Also es gibt so eine, die Ich-Erzählerin studiert irgendwann, die fängt an zu schreiben und die hat dann zum Beispiel im Studium möglicherweise eine spanische oder katalanische Freundin. Aber es ist alles so ein bisschen, es ist so wie tatsächlich diese zwei abgetrennten Welten. Und was sie vor allem aber erlebt, dass sie dann irgendwann, als sie Texte verfasst, auf Podien eingeladen wird und dann soll sie aber auf einmal die sie vorher bitteschön integriert haben soll, soll dann auf einmal sagen, die soll den Bereich der Religion und Exotismus und all diese interessanten Dinge auf einmal erzählen und soll dann wieder nicht richtig dazugehören. Das finde ich ganz interessant, weil das ist natürlich das, was, wenn man viele Interviews führt und unterwegs ist, was man oft hört, dass dann natürlich das diverse Panel auf einmal genau von der als migrantisch gelesenen Person möchte, dass sie doch jetzt bitte irgendwas mit Kultur mit aus der Ferne beibringt. Ist das Ihnen oft passiert? Ist das so, auch so eine Selbsterzählung, die da drin liegt? Ich nehme an, ja, ne? Ja, gibt es das in Deutschland auch? Schade. Doch, man muss immer wieder dagegen ankämpfen, dass man nicht immer zu dem wird, was von einem erwartet wird. Es wird von dir erwartet, dass du
das Thema Farbe auf die Bühne bringst, sozusagen. Und häufig hatte ich das Gefühl, ich war eigentlich nur an einer Stelle, um ein bisschen die Farbe beizugeben, also den Farbtupfer beizugeben. Oder man soll über Dinge reden, die sehr exotisch sind und sehr weit weg und die dann sehr orientalisch und sehr hübsch zu, soll man die dann beschreiben. Und wenn du das nicht machst, dann werden die Leute manchmal direkt verärgert. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Situation, wenn ich Leute kennenlernte und denen sagte, ich komme aus Marokko, dann heißt es, ach, wie schön, Marokko, da war ich auch in Marrakesch und hier und da. Und ich habe gesagt, ich bin keine Touristin in Marokko, ich kenne diese Orte ehrlich gesagt gar nicht. Ich fahre immer nur ins Haus meiner Familie, weil ich kenne das nicht. Ich habe nicht den Luxus, als Touristin unterwegs zu sein. Ja, aber die Gastfreundschaft ist doch so toll und das ist eine tolle Gastfreundschaft in Marokko. Das finden sie alle toll, aber in Barcelona ist niemand gastfreundlich. Keiner lädt dich nach Hause ein zum Tee oder zum Essen. Es ist wunderschön, die Gastfreundschaft in anderen Ländern, aber nicht bei uns zu Hause. Und diese Gastfreundschaft gibt es, denke ich, weil es eben Frauen gibt, die in ihre Häuser eingeschlossen sind und die immer bereit sein müssen, für jeglichen Besuch Essen auf den Tisch zu stellen. Das ist ein ganz übliches Thema, jetzt gerade in den jungen Ehen. Und das führt ganz oft zu Konflikten, weil auch die jungen Männer denken, sie können ja ihre Freunde jederzeit nach Hause bringen, weil ihre Mütter hatten zu Hause immer Essen für jeden bereit. Aber wir sagen, nee, Entschuldigung, wir haben anderes zu tun. Wir gehen zum Beispiel arbeiten. Wir haben nicht die Zeit, immer das Essen auf dem Tisch zu haben. Das heißt, es geht immer auch ein bisschen darum, diese Erzählung zu durchbrechen. Und das kann ganz schön ermüdend sein, sehr ermüdend. Aber ich glaube, im Zuge des Miteinander, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade eine Art Akzent hier annehme, den ich nehme immer schnell die Akzente an. Ich habe das Gefühl, ich spreche schon Deutsch. Aber es geht also darum, wirklich die Erzählung für sich selbst wieder zu erobern und die eigene Geschichte zu erzählen. Die ist viel komplexer, die hat viel mehr Nuancen und häufig auch viel lustiger als das, was über uns erzählt wird. Ich muss kurz am Schluss noch fragen, am Montag werden Sie uns lieben. Wie heißt der Titel auf Spanisch? Wie heißt das Buch? Weil das ist so ein toller Titel, den versteht man auch ziemlich schnell, was es bedeutet. Am Montag wird man selber anders, am Montag wird man dazugehören. Also immer die Idee, irgendwann in der Zukunft das geschafft zu haben, dabei zu sein, schön zu sein, welches Problem auch immer sich gerade auftut. Das ist auch der spanische Titel, ist auch so, am Montag werden sie uns lieben. Das ist der Titel. El lunes nos querrán. Ja, genau. Ja, am Montag werden sie uns lieben. Meine Tochter, die ist 10 Jahre alt, fragte mich den anderen Tag, warum hast du gesagt, am Montag werden sie uns lieben? Du hättest sagen sollen, am Freitag, das ist doch ein viel schönerer Tag. Aber ich habe gesagt, es ist am schwierigsten, dass sie dich am Montagmorgen auch mögen. Genau. Das ist das Schwierigste. Ich habe es sofort verstanden. Aber schöne Grüße an Ihre Tochter und vielen Dank für dieses Buch. Najat El Hajmi, am Montag werden Sie uns lieben. Vielen Dank für dieses Buch. Dankeschön. Danke. Ach. Matthias Hügele bringt jetzt Aroa Moreno Duran auf diese Bühne. Viel Spaß dabei. Leise. Dankeschön. Danke. Thank you.
Ja, Aurora, wir machen einen Riesensprung zurück. Wir gehen 60 Jahre zurück und gehen nicht nach Spanien und auch nicht nach Marokko, sondern wir gehen nach Ost-Berlin. Wie kommt es zu dieser Geschichte? Warum ist die Tochter des Kommunisten nicht eine Geschichte, die im Spanischen Bürgerkrieg oder am Ende des Spanischen Bürgerkriegs spielt, sondern eine Geschichte, die ausgerechnet hier in Berlin spielt? Bueno, hola, buenas tardes. Ja, erstmal schönen guten Abend. Das ist heute wirklich für mich ein ganz besonderer Tag, weil ich bin nach 6 Jahren zum ersten Mal wieder in Berlin. Das letzte Mal kam ich tatsächlich, um diesen Roman damals fertig zu machen und vielleicht so, sozusagen mir die ganze, den Stadtplan nochmal anzugucken und zu sehen, dass alles stimmte. Ich kam damals mit meinem Sohn, 6 Monate alt, den trug ich im Huckepack und überall rum. Und jetzt ist er schon 6 Jahre alt. Also da ist viel passiert in der Zwischenzeit. Dieser Roman kommt eigentlich aus zwei Dingen. Das erste war, dass ich einmal nach Berlin gereist war und es mir eine sehr spannende Stadt schien, um sie literarisch zu begreifen. Denn ich glaube, Geschichte kann man selten so physisch erleben, wie wenn man durch diese Stadt läuft. Und dann habe ich mich gefragt, wie mache ich das mit einer Stimme, mit einem Blickpunkt aus Spanien kann ich natürlich über Berlin sprechen, aber das ist irgendwie seltsam. Und deswegen, etwas später, führte ich ein Interview mit Marcos Ana, ein Poet. Das ist der am längsten inhaftierte politische Gefangene des Frankismus gewesen. Und der Mann aus dem Gefängnis kam, Entschuldigung. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr, aber er war, glaube ich, über 20 Jahre inhaftiert. Und er sagte, er kam raus, da war er noch Jungfrau und gleichzeitig schon Märtyrer. Als er dann rauskam, die spanische kommunistische Partei hat ihn dann heimlich außer Landes gebracht und er hat verschiedene Länder des Ostblocks und der Sowjetunion besucht. Und damals kam er dann in die DDR und sagte, traf er auf eine Gruppe spanischer Exilierter in Dresden. Und als ich das dann wieder hörte, als ich zu Hause war und mir diese Aufzeichnung anhörte, Moment mal, es gab Exil in der DDR? Das hat mir ja noch nie jemand erzählt. Also das hat mich plötzlich interessiert. Ich wusste, es gab Exil in Frankreich, in Russland, in lateinamerikanischen Ländern, Mexiko, Argentinien, aber in Ostdeutschland? Und dann begann ich erst mal im Internet zu gucken, was finde ich denn dazu? Und ich merkte, eigentlich fand ich gar nichts. Kein literarisches Werk, keine Quellen, keine historischen Quellen, keine akademischen Studien. Und dann dachte ich mir, Moment mal, gab es sie denn gar nicht oder gab es sie doch? Es gab sie offensichtlich weder für Deutschland noch für Spanien. Und da dachte ich mir so, journalistisch gedacht, ne? Moment mal, ich versuche eine Geschichte zu finden. Eine Geschichte, die mit mir zu tun hat, weil ich mich interessiere für Erinnerungsarbeit, für mein Land, für die Geschichte, auch für Vertreibung von Menschen. Und außerdem konnte ich Berlin noch mit reinbringen in diese Geschichte. Das fand ich, also und eben aus spanischer Perspektive. Das hat mich daran gereizt. Ja, und ich glaube, Sie eröffnen uns tatsächlich den Zugang zu einer Geschichte, von denen wenige von uns überhaupt eine Ahnung hatten. Wir wussten, die DDR hat Kommunisten aus Chile in den 70er Jahren Asyl gegeben, später dann Freiheitskämpfern aus Angola und dem afrikanischen Kontinent. Aber wir wussten nicht, dass bereits in den 50er Jahren spanische Kommunisten hier in die DDR gekommen sind. War das ein reine Menschenliebe oder steckte dahinter ein politisches Kalkül? Mal sehen. Die Menschen kamen auf vielerlei Weise. Ich weiß von Fällen, von Menschen, die zu Fuß erst mal nach Frankreich flohen aus Spanien, dann im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland kamen und dann irgendwie überlebt haben und dann im kommunistischen Deutschland sozusagen wieder aufwachten.
Es stimmt auch, dass die kommunistische Führung natürlich Leute rausgeholt hat aus dem Spanischen Bürgerkrieg und in ihre Länder gebracht haben. Dieser Teil der Menschen in Dresden, diese kleine Gruppe, das waren viele Kader und der spanischen kommunistischen Partei, die eben vor Franco geflohen waren. Um zu verstehen, warum spanische Kommunisten ihr Land verlassen mussten, muss man auch, glaube ich, etwas verstehen. Was wäre denn mit ihnen passiert? Wie bedroht waren diese Menschen in ihrem Land? Ich weiß, es gibt dieses berühmte Tal der Gefallenen nordöstlich von Madrid, wo Hunderte von spanischen Kommunisten zu Tode gekommen sind, weil sie dieses Monumentalarchitekturmonument errichten mussten. Wäre das ein Schicksal gewesen, das auch der Familie in ihrem Buch hätte drohen können? Ohne jede Frage. Auch mein Großvater, der eigentlich gar kein besonders ideologischer Mensch war oder kein besonders politischer Mensch, sondern eher auf dem Land gearbeitet hatte und aus einer bäuerlichen Familie stammte. Und da war es einfach so, da gab es einen Lastwagen, der fuhr in seinem Dorf vorbei und er bestieg diesen Lastwagen und damit war er dann Kommunist geworden. Ne? Und tatsächlich im Tal der Gefallenen, da gibt es ja, also dieser Bau allein war ja schon etwas, wo sehr, sehr viele Menschen ihr Leben verloren und viele wurden verhaftet. Viele mussten ins Exil. Es war immerhin eine 40 Jahre lange Diktatur mit sehr, sehr viel Repression, mit sehr viel Morden, mit sehr viel Inhaftierungen, Repression in jeder Hinsicht. Spanien hat hier immer noch in Sachen Erinnerungsbewältigung eine offene Wunde. Gestern wurde erst im Senat das Gesetz über die demokratische Erinnerungskultur verabschiedet. Und jetzt erst kommen wir dazu, dass wir zum Beispiel eine Landkarte mit den Massengräbern erstellen, die es in Spanien gab. Viele Menschen wissen bis heute nicht, wo die Menschen wirklich begraben wurden, die einfach exekutiert wurden, ohne jegliche Verfahren. Und seitens des Staates gab es bis heute eigentlich keine wirklichen strukturierten Bemühungen zur Aufklärung. Und selbst wenn jetzt schon eine ganze Menge Zeit vergangen ist, die Transition war ja damals mit der Idee verbunden, einfach ein Kapitel zu beschließen. Aber ich denke, es gibt immer noch viele Fragen, die wir stellen müssen. Es gibt immer noch viele Wiedergutmachung, die geschehen muss für die Opfer. 500.000 Menschen gingen ins Exil und ich glaube, noch nicht allen wurde angemessen erinnert. Wir kommen gleich zum Inhalt des Buches. Trotzdem würde mich diese Zeit, aber auch die Schwierigkeit, sich der Erinnerung zu stellen, einer Gesellschaft interessieren. Was haben Sie herausgefunden? Warum ist es erst die Enkelgeneration, die diese Fragen stellt? Ich glaube, wir in Deutschland kennen ganz ähnliche Fragen, die in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Warum ist es die Enkelgeneration, die diese Fragen stellen kann, die Eltern und die Kinder der Eltern nicht stellen können? Das konnten sie nicht, weil einfach das Schweigen regierte in den Familien. Es gab Angst. Weder die Großeltern, also die Generation meiner Großeltern, wollte eigentlich häufig aufgrund des eigenen Schmerzes nicht darüber sprechen. Sie wollten nicht alte Wunden aufreißen. Und das oft auch als Liebe zu ihren Kindern. Zum Beispiel mein Vater wollte nie seinen Vater fragen. Ich hätte meinen Großvater wiederum sehr gerne gefragt, wie seine Reise, sein Werdegang von dem Krieg dann bis zurück nach Madrid in den 50er Jahren verlaufen ist. Aber ich glaube, Menschen in meinem Alter, die fangen jetzt an, die Frage nach der Vergangenheit zu stellen. Franco, der Krieg, das ist mittlerweile alles etwas, was wir emotional so ein bisschen vielleicht verarbeitet haben, aber es fällt mir schwer, mir vorzustellen,
dass in einem Land, wo immer noch Menschen leben, die nicht wissen, wo ihre Eltern begraben sind und die das wissen wollen, dass da ein Schmerz verneint wird. Wenn wir wirklich ein demokratisches Land sein wollen, dann müssen wir auch wissen, woher wir kommen und wer wir sein wollen. Katja, die Protagonistin in ihrem Roman, der sich unglaublich toll liest, weil er ein Lebensgefühl aufmacht, das wir, glaube ich, einfach nicht mehr kennen. Katja kommt nach Ost-Berlin in eine Stadt. Es ist kalt, sie wohnt in einer kleinen, schäbigen Hinterhofwohnung und sie kommt aus diesem Sonnenland, das natürlich nicht nur ein Sonnenland ist. Sie erzählen Katja aus einer interessanten Perspektive. Die Eltern sind überzeugte Kommunisten, Katja aber wächst in einem Limbus auf, in einer Zwischenwelt. Was macht diese Zwischenwelt mit ihr? Warum sieht sie Dinge anders, als ihre eigenen Eltern das sehen? Ja, sie wird ja tatsächlich in Berlin, kommt sie zur Welt und wächst in einem ganz normalen Haus auf. Als ich an diesen Roman gedacht habe, habe ich mir vorgestellt, na, wie hat man wohl in diesen Jahren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin gelebt? Und wie sah es nach innen aus in jedem Haus? Und ich bin mir sicher, dass die versuchten, ein ganz normales Familienleben zu führen, eine ganz normale Mutter und Vater. Und das heißt, die ersten Kapitel des Romans sind fast schon ein bisschen ein kostumbristisches Bild. Berlin in Ruinen und naja, wir. Dann habe ich aber versucht, den Figuren ein bisschen mehr Wärme zu geben. Und dann wird Katja etwas älter. Es gibt ein paar Ellipsen in dem Roman zwischen den verschiedenen Kapiteln. Und ich wollte eigentlich zeigen, wie der Vater war ja angetrieben von seiner Ideologie aus Spanien weggegangen. Die Mutter vielmehr war ihm einfach gefolgt und leidet vielleicht viel mehr unter den Konsequenzen. Das ist eine Person, die sich nicht zu Hause fühlt in diesem neuen DDR. Und Katja habe ich dann eigentlich so als Mädchen und später Frau entworfen, die sich nicht so sehr von der Ideologie leiten ließ. Sie lebt ja in einem Land, in dem die Ideologie überall präsent war, jeden Moment. Aber sie hat sich dann von der Geschichte ein bisschen leiten lassen. Was mich interessiert hat, war dieses, was passiert mit diesen Menschen, die vielleicht gar nicht so ideologisch überzeugt sind? Was passiert mit denen im Spiel mit der Geschichte? Weil die Geschichte, politische Entscheidungen und dieser ganze Kontext, in dem sie leben oder in dem wir auch leben, auch die Zeit, in der wir leben, das stellt ja Bedingungen für unser Leben und für unsere Kindheit, für unsere erste Liebe. Und sie führt es letztlich über die Mauer von Berlin. Es gibt eine Zäsur in ihrem Roman, das ist der Bau der Mauer. Plötzlich ist diese Stadt, die bis dahin immer noch offen war, die auch vom Vater und von der Mutter so verstanden worden ist, abgesperrt. Und aber beim Vater führt dieser Bau der Mauer nicht zu einem Hinterfragen der eigenen Position, der eigenen Ideologie. Was macht der Bau der Mauer mit Katja? Bueno, pues ella, o sea, el muro lo que hace es partir. Die Mauer teilt eigentlich ihr Leben in zwei Stücke und auch ihre Wünsche, das, was auf der einen Seite ist und das, was sie gerne hätte. Es gibt ein Kapitel im Roman, der Blut der Sardinen heißt, wo sie Briefe suchen, wo sie in ein Haus geht, um Briefe zu finden. Und sie hat dann aber da schon Angst, die Berliner Grenze sozusagen zu überschreiten. Und dann beginnen diese Sardinen zu bluten. Das ist ein Kapitel, was ich erst später geschrieben habe, denn ich hatte das Glück, zwei Frauen kennenzulernen, die ich auch gerne nennen möchte, nämlich Mercedes Alvarez und Nuria Quevedo. Das sind beides Töchter spanischer Exilierter mit jeweils ganz verschiedenen Biografien.
weil die Väter jeweils ganz anders in die DDR kamen. Aber Sie haben mir erklärt, was es heißt, wenn plötzlich in deiner Stadt eine Mauer entsteht, die immer höher und höher wird plötzlich. Und wie man später weiterlebt mit einer Mauer. Ich habe mir das so vorgestellt, dass das etwas ganz Präsentes war im Alltag. Aber Sie haben mir gesagt, nee, so präsent war das eigentlich gar nicht. Wenn du ein Kind bist oder auch Jugendliche bist, als Mensch passt du dich an alles an und du lebst auch mit so einer künstlichen Grenze, um eigentlich dein eigenes Leben, deine eigene Freiheit gar nicht so stark beeinflussen zu lassen mit dem, was im Außenrum passiert. Sie lebten mit der Mauer und es hat funktioniert. Und trotzdem ist Katja immer ein bisschen fremd in diesem Land. Sie ist auch später fremd, in der Situation, in der sie lebt. Ist dieses Fremdsein, das von Ihnen so ganz plastisch geschildert wird, eine Voraussetzung auch für eine Schriftstellerin? Muss man sich ein bisschen fremd fühlen, um den eigenen Blick schärfen zu können? Nun, ich habe mich eigentlich oft gefragt, wo ist denn die Identität von jedem? Also ich kenne mich als Arwa und wohin gehe ich, wenn mein Leben einfach so völlig auseinandergerät? Wenn die Dinge auseinandergeraten, dann versucht man, glaube ich, immer so auf eine Art frühere Identität zurückzugreifen. Und ich glaube, das Leben schafft uns Identitäten an verschiedenen Orten. Wir sind vielleicht am Schluss ein Polyeder mit vielen verschiedenen Ecken und Kanten. Letztlich ist deine Familie deine Identität. Es kann deine Kindheit sein, aber es kann auch passieren, dass deine Identität in einem anderen Land oder mit deiner Lektüre oder mit deinen Freunden verbunden wird oder mit deinen Reisen. Katja ist eine Figur, die ich ein bisschen sehr kompliziert gestaltet habe. Das Spanische und die Muttersprache ist vor allem durch die Mutter verkörpert, das in ihrer Familie. Sie sagt ja immer, ich bin Deutsch und ich träume auch auf Deutsch, aber sie hat eben diese gläubige, katholische Mutter, die zwar in einem sowjetischen Staat aufgewachsen ist, aber sie sagt, sie fühlt sich da eben nicht zu Hause. Sie wird auch immer die Spanierin genannt. Als Schriftstellerin denke ich, dass diese Suche nach der Identität einer Figur, das Wissen, wer sie ist, vielleicht die Geschichte der Literatur an sich ausmacht. Es gibt an einer Stelle in Ihrem Roman einen Satz, der ein bisschen diesen Zwiespalt verkörpert. Weil Katja sagt, in dieser Nacht träumte sie in der Sprache ihrer Mama. Ist das der Zwiespalt, von dem Sie reden, dass sie nur träumen kann, aber leben ist irgendwo anders? Ja, vielleicht. Es gibt ja einen Spruch, dass die Heimat immer die Sprache ist, in der du träumst. Und als Katja dann in der Sprache ihrer Mutter träumt, erkennt sie vielleicht auch einfach diese mütterliche Heimat an. Spanien interessiert sie nicht, weder geschichtlich noch irgendwie sonst und auch nicht später. Aber es ist eben doch irgendwie dieser Ort, wohin man zurückkehrt. Also vielleicht so ein bisschen in den Uterus, also in die Gebärmutter zurückkehren. Und das ist vielleicht was ganz Spannendes. Als ich das letzte Mal in Berlin war und da lebte ich bei meiner Schwester, da habe ich angefangen, Deutsch zu reden. Und ich bin total erschrocken und habe gedacht, hey, meine Schwester fing an, im Schlaf Deutsch zu reden. Das war's. Und ich sagte, sag mal, bist du jetzt gar nicht mehr bei uns? Gehörst du nicht mehr zu uns? Aber Aroa, machen Sie es uns doch ein bisschen einfach, dann lassen Sie uns einfach in Deutsch weitersprechen. No. Nein. Ich weiß auch nicht, was sie gesagt hat.
Es gibt eine zweite Zäsur, die noch einmal das Fremdsein unterstreicht von Katja. Sie lernt einen jungen Mann aus dem Westen kennen und sie lernt plötzlich eine andere Welt durch diesen jungen Mann kennen, in den Erzählungen, aber auch in der Selbstverständlichkeit, mit der er sich bewegt, mit der er spricht, mit der er auftritt. Was macht diese Begegnung mit Katja? Warum entwickelt sie plötzlich ein Interesse für ein System, das sie überhaupt nicht kennt, sondern das sie wiederum nur aus der zweiten Anschauung erkennt? Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Der Wunsch, dieses andere System kennenzulernen, was ja auch zu tun hat mit diesem Wunsch, überhaupt was zu erreichen. Sie will auch diesen Glanz kennenlernen, der ja irgendwie von der anderen Seite der Mauer herüber weht. Aber gleichzeitig geht es auch um ein jugendliches Verliebtsein. In anderen Kontexten wäre sie vielleicht einfach von zu Hause weggegangen und nach zwei Tagen traurig oder enttäuscht zurückgekommen. Aber in dem Fall trägt sie dieser Wunsch sehr viel weiter. Und ich glaube, es ist nur dieser erste Moment des Verliebtseins, wenn du so ein bisschen, also nur noch die rosa Brille aufhast und das Gefühl hast, dass deine Familie dir gar nichts mehr sagt und dann machst du was ganz Verrücktes wie das, was sie macht, nämlich einfach abhauen. Und Johannes ist natürlich der Freund, der kommt von der anderen Seite, der schenkt ihr was. Und ich habe ihn so ein bisschen erarbeitet oder erschaffen als eine Möglichkeit für Katja, eben Katja aufzufangen auf der anderen Seite. Sie ist eine Persönlichkeit, die keine Wurzeln hat, weil sie irgendwie ihre Wurzeln auch nie kennengelernt hat. Sie kennt immer nur ein paar Fotos, aber ihre Eltern sprechen ganz klar nicht über die Vergangenheit, um eigentlich dieses ganze Leid hinter sich zu lassen. Aber Johannes erzählt, wo er herkommt, wo seine Großeltern herkommen, seine Eltern herkommen und was er jedes Jahr macht, dass sie Apfelschorle trinken, dass er im Team der Uni spielt, etc., etc. Und Katja beginnt, diese Wurzeln haben zu wollen. Aber als sie dann dahin geht und sich wirklich ihm anvertraut, wird sie eben nicht mehr als sein Gegenpart gesehen. Ist ihr klar, dass sie die Eltern in große Gefahr bringt mit ihrer Republikflucht? Oder ist ihr das egal, weil die Eltern jetzt den Preis bezahlen müssen für das Schweigen, für das jahrelange? Ja, sie geht ohne sich zu verabschieden, weil sie eben ihre Familie schützen will. Je weniger sie wissen, umso besser für sie. Die Eltern, da gibt es etwas, was passiert, was aber nicht unbedingt jetzt, ich will das Ende nicht vorwegnehmen, aber im Grunde wiederholt die Tochter ein bisschen die Geschichte ihrer Eltern. Nee, bitte nicht, auf gar keinen Fall. Aber in einer gewisser Weise wiederholt sie also ein bisschen die Geschichte der Mutter, die jemanden folgt, der sie haben möchte. Und auf der anderen Seite wird dann gesagt, ja, und warum schreibst du nicht über die, die im Osten blieben und von ihr nichts mehr wussten? Ich denke, sicherlich die Mutter, als Mutter würdest du das gerne wissen. Aber ich werde einer Mutter sicherlich nicht erzählen, sagt Katja, was mir alles zugestoßen ist. Eines können wir, glaube ich, trotzdem verraten. Katja landet in Backnang. Backnang ist nun der Inbegriff einer schwäbischen Provinzstadt. Ja. Das muss doch für diese junge Frau ein Schock gewesen sein. Es ist aber nicht so ein Riesenschock, wie man annehmen würde. Lernt sie eigentlich die Kehrwoche kennen? No fue un choque. Ah, ya.
Die Kehrwoche. Davon hat mir meine Schwester auch erzählt und ich fand das unglaublich. Und natürlich musste ich das in den Roman mit aufnehmen, weil das ist ja der Inbegriff von Ordnung. Ja, Backnang. Das ist ein Ort, der tatsächlich im Roman dann wichtig wird. Und natürlich ist es ein Aufeinanderprallen, wenn man aus Berlin kommt, hin zu diesen typischen Häusern, den Häuslen sozusagen, wo alles so wunderbar funktioniert, alles organisiert ist. Und auch ich, wenn ich so in solche Häuser kam in Süddeutschland, ich habe in Eichstätt ein Jahr lang gewohnt und habe dort auch über familiäre Beziehungen eine Reihe von Freunden in Süddeutschland. Da gibt es wirklich Dinge, die einen ziemlich überraschen und auch verwundern. Aber es ist sehr hübsch dort. Ich mag es da eigentlich sehr gerne. Ich habe zum Schluss noch eine Frage nochmal zu den Unterschieden. Was macht ihr eigentlich den ideologischen Unterschied zwischen dem spanischen Kommunismus und dem real existierenden Sozialismus für Katja aus? Uff, schwierige Frage. Der spanische Kommunismus ist ja nie so weit gekommen. Ich glaube, 77, 78 wurde dann die spanische kommunistische Partei erst wieder zugelassen. Und es gab natürlich keinen sowjetischen oder kommunistischen Staat. Ich glaube, das ist was deswegen schon ganz was anderes. Und natürlich gibt es Gemeinsamkeiten, also gemeinsame Ideologien, gemeinsame Argumente. Aber ich glaube, diese Geschichte, dass die kommunistische Partei zu einer Staatspartei wurde und dann diese ganze Beschneidung der Freiheiten etc., nein, diesen Weg hat die spanische kommunistische Partei nicht begangen. Vielleicht kann man sagen, Gott sei Dank, vielleicht ist es einfach, aber Ideologie spielt nur am Rande. Sie analysieren keine Ideologie in Ihrem Roman, sondern es ist sozusagen die Hintergrundmusik, die das Leben von Menschen beeinflusst. Hat Sie das schon immer fasziniert, wie politische Systeme unmittelbar einwirken auf die persönlichen Biografien? Ja. Das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Und das ist etwas, was man auch literarisch wirklich gut erforschen kann, wie die Geschichte wirklich das Leben von ganz normalen Menschen beeinflusst, und zwar bis hin in den intimsten Bereich. Ich habe nie versucht, in diesem Roman irgendeine Stellung zu beziehen, jenseits von meinen, also abgesehen von meinen vielleicht möglichen privaten politischen Ansichten, aber ich denke doch, dass man sich in verschiedenen Systemen auf verschiedene Art entfremdet fühlen kann. Und es interessiert mich, wie Menschen unter einem Druck agieren und wie eben dann auch Lebensentscheidungen getroffen werden. Ich glaube, wir sind zum Beispiel in Spanien immer noch dieser Polarisierung unterlegen. Wir haben immer noch Schwierigkeiten, wirklich die Dinge von beiden Seiten her zu betrachten. Und ich glaube, dafür hilft der Blick in die Welt. Aroa, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Buch und herzlichen Dank für das Gespräch auf dem blauen Sofa. Danke. Ja, und jetzt schaue ich Helen Müller an und ich glaube, wir haben das Ende des blauen Sofas zumindest in dem Teil erreicht. Ja.